Herzlich willkommen zum ersten Let's Talk. Wir werden uns heute mal drüber unterhalten, beziehungsweise ich werde mal reden. Und zwar, was gibt es da für Serverangebote? Was ist das Beste für das jeweilige, was zu erledigen ist? Und was sind die Unterschiede? Was muss man beachten? So, als erstes werden wir uns erstmal ein paar Angebote anschauen und dabei werde ich einfach erzählen und dann werden wir am Ende alle etwas schlauer sein, denke ich mal. So, als erstes gibt es natürlich den Unterschied, wo wollen wir unseren Server. Deswegen fangen wir jetzt erstmal mit deutschen Anbietern an. Gehen wir einfach zu Google. Dann müssen wir natürlich richtig schreiben. Jetzt suchen wir einfach zum Beispiel mal nach 1 und 1. Das ist nämlich nicht nur ein Internetanbieter, sondern auch ein Serveranbieter. Und direkt auf Dedicated Server. So, 1 und 1 sind nicht schlecht, aber sie sind teuer. Und sie haben recht unflexible Laufzeiten. Wir sehen hier zum Beispiel den fortgeschrittene M, der würde schon prima für mehrere Games-Server reichen. Können wir mal schauen, wie das Ganze aussieht, wenn wir den konfigurieren wollten. Dann natürlich die Auswahl zwischen Linux, Standard und Business. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied ist, was jetzt am Business anders ist. Windows kostet natürlich Sicherheit wieder extra. Ja, sehen wir. Ja. Business Linux, so die Enterprise Server. Na gut. Manager wird richtig teuer sein, aber das ist in so einem Fall in der Regel auch nicht nötig. Sehen wir jetzt zum Beispiel den Server 2. AMD Dual Core, 2 GB RAM, 250 GB Festplatte. Ist nicht sonderlich viel, da sehen wir auch schon, ich gebe mir 40 Euro nicht viel. Dann geht es weiter mit 60 Euro AMD Quad Core, ja, auch nicht viel, 4 Cores, 2,1, eine 750er Platte, beziehungsweise zwei Platten, die mit 1 laufen, jetzt Ausfallsicherheit, das ist nicht schlecht, haben aber die meisten. Also mehr an 80 Euro, da haben wir dann schon Xenon-Prozessor drin, 4 Cores. Hier ist auch das erste Mal, dass wirklich da steht, was verbaut wird. Also hier ist das dann Katze im Sack, die buchstäbliche. Wir wissen also nicht, was wir kriegen. Und 2 und 1 kostet wirklich so ziemlich alles extra. So, jetzt geht's weiter, Bandbreite, 100 Mbit. Ist Standard, ist nicht sonderlich schnell, reicht aber für Game-Server. Unlimitierter Traffic ohne Zwangsdrosselung, das ist natürlich sehr gut, überrascht mich gerade auch, das hatten sie nicht immer. Betriebssysteme, da sollten die üblichen zur Auswahl stehen. Ja, da müsste man sich dann halt reinfitzeln. Aber ich muss sagen, ich persönlich finde 1 und 1 einfach zu teuer. Und dann gehen wir mal weiter. Wieder zu unserem lieben Google. Dann gibt es noch Server for You. Und die sind schon wesentlich billiger. Wenn wir gleich mal auf das aktuelle Angebot gehen. Jetzt erstmal, wir ignorieren jetzt einfach mal den ganzen Blödsinn hier. Und jetzt sehen wir schon den ersten Unterschied. Wir haben jetzt hier mehrere Auswahl. Wir haben jetzt hier einmal Europa, einmal USA. Das sagt uns leider noch nicht genau, wo der Server stehen wird. Ja, also Europa, das kann ja überall sein. Aber hier haben wir schon wesentlich genauere Angaben, was inklusive ist. Also beziehungsweise was verbaut ist, Amti, Opteron, 8 Cores, 8X. Wir haben auch schon wesentlich mehr Platte,
und auch 1 Euro billiger. Immer sagen, hier ist mit Garantie die Laufzeit mit dabei. Also ich denke mal, 38,99 wird für eine gewisse Laufzeit sein. Das war schon immer so bei denen. Wenn man nur einen Monat möchte, wird das Ganze teurer. Stellen läuft gerade ins Leere. Wir können jetzt hier mal schauen, wir haben mit V-Server Cloud. So, V-Server ist immer so ein Thema. V-Server sind billig. Die gehen beim Euro 99 los. Teilweise auch weniger. Aber, die haben einen gigantischen Nachteil. Und zwar ist bei jeder Art des V-Servers, auch jetzt hier bei dem neuen Cloud, was ja im Moment überall ganz groß und fett steht, und wahrscheinlich nichts anderes als ein ganz normaler V-Server, beziehungsweise VPS, ist dasselbe ist. Das große Problem ist, die Hardware ist immer geteilt. Und die meisten Anbieter überbuchen ihre Server. Das heißt, die haben einen Server mit zum Beispiel 24 GB RAM und verkaufen dann aber 20 mal V-Server mit 4 GB RAM. Das haut natürlich im Großen und Ganzen nicht hin. Was, es funktioniert aber, da nicht alle Server permanent die volle Last benötigen. Und meistens, und das sehe ich auch hier sofort, wir haben hier 3000 MHz Prozessor Power. Das heißt, uns steht wahrscheinlich ein Kern zur Verfügung. Jetzt haben große Server in der Regel 8 Kerne. Ja, also, oder 16 teilweise, aber im Durchschnitt eher 8, teilweise 4. Und da dürften eigentlich nur 4 Maschinen hier laufen, damit wirklich alle die 3000 MHz bekommen. Und da ist der Host noch nicht mal mit einberechnet, also die Maschine, auf der letztendlich die Virtualisierung geschieht. Noch 1 GB RAM. Der wird uns garantiert, also den bekommen wir ab. Und das lesen wir auch sehr oft, sogenannter Flex-RAM. Der ist nicht immer verfügbar. Also zum Beispiel, wir können jetzt davon ausgehen, wenn der 8 Kerne hat, hat er 8 GB RAM. Beziehungsweise sagen wir mal 12. Wenn jetzt alle 8 Maschinen, die ja theoretisch drauf laufen dürften, 8 GB verbrauchen, ist 0 Megabyte Flex-RAM übrig. Verbrauchen aber alle plus 500 Megabyte zum Beispiel, dann bleiben 4 GB übrig, die sind praktisch leer, die sind unbenutzt und in dem Moment können noch weitere 2000 vom Host angefordert werden. Sind aber nur verfügbar, wenn es die anderen virtuellen Server nicht brauchen. So. Das Problem für Game Server ist, Game Server brauchen permanent eine gleichbleibende Leistung. Die kommen mit Leistungsschwankungen nicht klar. Das heißt, wenn zum Beispiel ein anderer V-Server, der auf demselben Host sitzt, auf einmal anfängt, die Festplatte, wie blöd, zu gebrauchen, dann ist der Game-Server völlig am Ende, weil er kriegt einfach keine Zugriffe mehr auf der Platte. Ja, oder der CPU wird völlig belastet, weil der Host anfängt, sein Virtualisierungssystem zu updaten. Ja, und das ist immer ein großes Glücksspiel, ob man jetzt 7 Partner mit auf dem Host hat, die permanent volle Leistung ziehen, oder ob man so ziemlich alleine ist auf diesem Host, leistungstechnisch gesehen. Wenn man das Glück hat und so ziemlich alleine ist auf so einem Host, dann ist so ein V-Server auch wunderbar. Aber das ist halt, wie gesagt, Katze im Sack. Das lässt sich vorher nicht sagen, das werden die einem auch nicht beantworten, weil die auch nicht wissen, wo man hinkommt, wenn man die fragt. Und sind wir ja auch V-Server Cloud X4. Richtige V-Server scheinen sie gar nicht mehr zu haben, aber das hat unser nächster Anbieter definitiv. Gehen wir wieder zu Google. Und zwar ist das Hetzner. Hetzner.de. Hetzner ist auch einer meiner Lieblingsanbieter. Hier hatte ich selber auch schon Server. Die sind vom Preis her sehr gut, der Support ist gut, die Hilfe ist
sehr gut und ausführlich. Wir können jetzt erstmal uns einen normalen Root-Server angucken. Wir können uns ja mal den angucken, den ich hatte, wenn er hier noch drin ist. Ja, das kommt in etwa hin. Diesen Server hatte ich. Jetzt sehen wir schon, jetzt kriegen wir für 49 Euro bereit einen i7 Quad-Core mit 16 GB RAM. 2x3 Terabyte im Software RAID 1, also 3 Terabyte können genutzt werden. Netzwerkkarte hat 1 Gigabyte, mit aber einer 100 Mbit Anbindung. Also im internen Netzwerk ist es wahrscheinlich schneller als ausgehend. Backup Space 100 Gigabyte, sehr wichtig, wie ich finde. Und hier sehen wir jetzt auch das erste Mal Traffic Unlimited Sternchen. Hier ist es immer ganz wichtig nachzugucken, wie das gemeint ist. In der Regel finden wir das auch direkt auf dieser Seite. Und jetzt sehen wir hier, Trafficverbrauch ist kostenlos. Bei einer Beschreibung von 10.000 Gigabyte im Monat wird die Anbindung auf 10 Megabits reduziert. Ausschließlich der ausgehende Traffic wird berechnet. Und weitere Bandbreite kann gekauft werden. Das heißt also, wenn ihr 10 Terabyte ausgehenden Traffic habt, geht ihr runter auf 10 Mbits die Sekunde. Ist, wie ich finde, die bessere Methode zu dem anderen, was es noch gibt. Dann habt ihr nämlich ein bestimmtes Freivolumen. Ihr habt zum Beispiel 2 Terabyte frei. Und danach kostet jeder Gigabyte. Und die Leitung wird nicht gedrosselt, ihr verbraucht einfach und müsst am Ende zahlen. Und das kann richtig teuer werden. Ja, wenn euer Server gekapert wird und auf einmal als Spam-Schleuder dient und ihr guckt 2 Wochen nicht danach, dann habt ihr auf einmal dort 2-3 Terabyte an Kosten. Und da kostet dann jeder Gigabyte 6 bis 16 Cent. Und das geht dann richtig aufs Geld. Und das müsst ihr zahlen, da habt ihr keine Chance. So, also, wie gesagt, das ist ein sehr guter Anbieter. Hier können wir auch richtige V-Server sehen. 7,99 €. 7,90 € hier im Moment. Arbeitsspeicher 512 MB, 20 GB Festplatte. Taugt jetzt als Game-Server nicht viel, zumal überhaupt nicht zu sehen ist, ja, was der Host für Leistung hat. Also, ich denke, das ist eher sowas wie ein besserer Webspace. 19,90 € können wir nochmal gucken. Arbeitsspeicher 2 GB Festplatte 80. Ja, hier auch wieder keine Informationen, also auch mehr oder weniger die Katze im Sack. Also V-Server generell eigentlich für Game Hosting nicht so. Und jetzt gucken wir uns noch den letzten an, den ich mir rausgesucht hatte. Und das ist der, wo auch ich meine Server habe. OVH.de. Hier ist als erstes dazu zu sagen, alle Server von OVH stehen nicht in Deutschland. Sie stehen in der Regel in Paris oder rings um Paris. Es gibt noch ein paar Ausnahmen, eventuell, wenn wir da gleich einen erwischen. Und als erstes wieder auf die Server. Das sehen wir hier schon. SP Mini ist der billigste mit 60 Euro. Gucken wir uns als erstes an. Intel Core i3, 16 GB, 2x1 Terabyte. Hier steht zwar auch wieder RAID Soft 0 und 1. Das könnt ihr aber selber machen. Also ihr könnt entweder 2x1 Terabyte nutzen oder auf 1x2 Terabyte im RAID 0 oder halt 1 Terabyte mit Spiegel. Das kann ganz euch überlassen. So, der Intel Core i3 würde ich jetzt nicht als Game Server nehmen, der ist doch etwas sehr schwach auf der Brust. Wir können uns jetzt mal einen teureren angucken, zum Beispiel den EG Best Of. Das wäre jetzt natürlich schon ein Premium Server mit auch einem recht starken Prozessor, 4 GB RAM, 24 GB RAM. 2 Terabyte Festplatten. Hier ist das Besondere, das ist jetzt der erste Server, den wir sehen, der
ein Gigabit Ethernet hat, ein Gigabit Switchport und Gigabit Anbindung. Hier sehen wir auch wieder zwei kleine Sternchen, so wird hier unten erklärt. 20 Terabyte, danach 10 Mbit Limitierung, genau wie bei Hetzner also. Interner Traffic kostenlos, das heißt innerhalb OVH ist das Ganze kein Problem. Hier wird übrigens auch wieder nur der ausgehende Traffic berechnet, nicht der eingehende. So, und OVH hat noch eine zweite Angebotsreihe, die findet ihr hier. Nennt sich istgenug.de bzw. kimosufi.com. Können wir auch gleich mal gucken. Denn kimosufi.com hat andere Angebote als istgenug. Im Moment haben sie dieselben, also brauchen wir fast dieselben. Können erstmal nur hier gucken. Der ist genug 2G, der taugt nicht viel, zumal hier nicht unbedingt wisst, was verbaut wird. Ja, also für einen oder zwei Server mag es noch reichen. Ich hatte damals zwei drauflaufen, die liefen nicht sonderlich gut. Dann haben wir den ist genug 16G, der reicht schon etwas besser, der hatte aber früher auch einen i7, muss man dazu sagen. Aber i5 sollte schon reichen. 16 GB RAM, 2 TB Platte, reicht auch dicke. Und das ist der, den den Zeibig Community Server nutzt, ein istgenug 24G mit i7. Mit 8 Kernen, also 4x2, 4 Kerne im Hyperthreading. Ich denke, das reicht. Da laufen im Moment, was kann ich, müsste lügen. Mal schnell nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Half-Life-Server, ein Minecraft-Server, 2 Teamspeaks, ein Web-Server, FTP-Server. Und noch einige andere Geschichten laufen da drauf. ASDETS läuft da drauf. Mehrere Sachen über PHP, MySQL und Co. Und der läuft sehr flüssig. Also die Games laufen auch gut. Ich denke, das ist ein guter Preis für einen guten Server. Das muss natürlich jeder selber wissen. Hier ist natürlich, da der Standort nicht Deutschland ist, der Ping etwas höher. Aber wirklich hoch ist er auch nicht. Das kann ich jetzt mal hier kurz demonstrieren. Öffnen wir einfach Steuerung R, öffnen wir eine CMD, geben wir mal einen Ping google.de, das wäre jetzt ein deutscher Host. Da sehen wir hier von mir aus einen Durchschnittswert von 25 Millisekunden. Das gibt eine Latenz von 15 bis 12. Jetzt können wir den Zeibig ME Server mal anpingen. Zeibig.me. So, das sehen wir einen Mittelwert von 36, also bloß 10 Millisekunden mehr. Das ist jetzt für die Ping-Junkies unter euch natürlich gigantisch viel. Es stört nicht. 10 Millisekunden machen keinen Unterschied. Und ich muss auch sagen, es haben die meisten, die auf unserem Server spielen, keine 3 bis 5 Millisekunden Unterschied. Mein Ping ist generell etwas schlechter in die Richtung. Deswegen. Und ich empfehle euch, wenn ihr die Pings testet, nehmt niemals diese Adresse. Also zum Beispiel hetzner.de, server4u.de. Dann fragt im Support nach einer IP nach, wo ihr den Ping testen könnt. Denn es muss nicht heißen, dass hetzner.de seine Webseite auf seinen eigenen Server hostet. Ja, es kann sein, dass der Ping überhaupt nichts damit zu tun hat, was ihr am Ende bekommt. Und dann würde ich sagen, dann war es das mit unserem ersten Let's Talk. Have fun and a nice day.